Moin moin Leute, heute geht's weiter mit Subnautica. Wenn ihr euch wundert, warum wir jetzt ein Stück woanders stehen, wo wir vorher standen, als wo wir vorher standen. Keine Sorge, ich habe das nur noch ein Stück zurückgeschoben, denn ich wurde noch ziemlich viel angegriffen kurz danach. Und damit ich nicht hier reinkomme und plötzlich zu Tode attackiert werde, bin ich ein Stück zurück. So, ein Wrack. Das ist super. Direkt ein Wrack gefunden. Oh, das ist schön. Okay, gibt es hier irgendwas zu erforschen? Wir gucken einfach mal. Denn dann gibt es hier keine Gefahr. Ja. Okay, es gibt hier definitiv irgendwas, was wir auf jeden Fall scannen müssen. Oh Gott, und da ist ein Hai. Oh, nö. Okay. Ich guck's uns nochmal. Ist da noch was? Nee, das ist nichts. Metallschrott. Ja. Sieht in Ordnung aus. Okay. Oh Gott, der ist so nah. Hilfe. Dann steige ich mal aus und dann habe ich eine Idee. Und zwar, gucken wir mal, folgt uns. Ja, er folgt uns. Okay. Dann schwimme ich jetzt einfach ein Stück weg. Und dann, okay, er folgt uns nicht mehr. Sehr gut. Und jetzt kann ich nämlich zurückschwimmen und kann gefahrlos aufsammeln. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Denke ich. Oh Gott. Immer noch da. Oh, er ist da vorne. Oh Gott. Okay, einmal scannen. Scanraumfragment. Okay. Sehr gut. Und ist hier noch was? Nö. Nö, Metallschrott. Nö, da ist auch nichts. Aber da vorne ist noch. Oh Gott. Der ist nah. Ein Mülleimer mit radioaktiven Zeichen vorne drauf. Das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und 30 Sekunden zurück zum Boot zu kommen. So, noch einmal gucken, ist hier irgendwas? Oh Gott, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh Gott, schnell weg, Hilfe! Okay. Wieder drinnen. Sehr gut, weil ihr seht, ich habe ja nur noch 4 Leben. Das könnte da echt knapp werden. Deswegen geht's auch schnell zurück ins Boot. So. Ich bin gerade. Kann ich mein Ladekabel bitte einmal reinmachen? Zack. So, weiter geht's. Das war jetzt so ein bisschen komisches Knistern, glaube ich. Das war nur das Headset. Dann geht's weiter. Und wir tauchen und tauchen und tauchen über die roten Felder rüber. Also ich habe auch... Oh, da ist ein Kasten. Und irgendwas zum Scan. Super. Das ist das Schneidegerät, was wir brauchen. Schnieke. Oh, ich etabliere hier voll die alten Wörter. Lass mich mal durch. Hey. So. Okay, scan, scan, scan. Jetzt scan schon, komm. Sehr gut. So, okay, jetzt fehlen noch ein paar Fragmente. Also, auf jeden Fall, ich habe mal auf die Map geguckt. Es gibt eine Map im Internet und die gibt es auch im Spiel. Aber das braucht man einen Scanraum. Den haben wir nicht. Und das war gruselig. Das war ein Fisch. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal zu den Stein. So. Und bei dieser Map ist es wohl so, egal in welche Richtung wir gehen, wir treffen auf Reaper-Leviathane. Das sind diese komischen Viecher, die uns angegriffen haben. Oh, ein Pilzwald. Den finde ich ja cool. Oh, hier könnte ich später wohnen. Also wenn wir mal eine Unterwasserbasis bauen, wir bauen sie hier hin. Würde ich sagen. Oder? Doch, genau. Okay, auf jeden Fall, und egal in welche Richtung wir fahren, es sind zwar in jede Richtung verschiedene Biomen, zum Beispiel sandige Weiten oder irgendein Berg. Und was ist das? Sieht aus wie eine Lüftung oder so. Lol. Okay, Zeit zum Scannen. Ist immer super, dass es sich scannen lässt. So. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Hier gibt es mal die Möglichkeit, etwas zu lesen. Ich. Ja. Es ist eine uralte Rohrleitung. Glubscher kommen da anscheinend unversehrt rein und raus, also können da so durchschwimmen. Und warmes, sauerstoffarmes Wasser wird rausgepumpt. Also scheint unter der Meeresoberfläche, unter der Erdschicht sogar noch, irgendein Tier zu leben. Welches ist das wohl? Vielleicht ein Leviathan. Oder irgendwas anderes. Vielleicht noch was Größeres. Ich hoffe, es gibt nichts Größeres. Der Leviathan ist mir groß genug. Okay. Ja, also das sind schon mal sehr aufschlussreiche Informationen. Ein letztes Mal gucken.
Da sind auch die ganzen Glubscher. Das ist cool. Oh, also das ist richtig schön. Okay, und dann geht's weiter, würde ich sagen. Wir schwimmen einfach mal hier oben lang und gucken, was die Natur so zu bieten hat. Oh, schön. Wirklich, also es wirkt einfach auch wie eine Unterwasserwelt, wisst ihr? Das finde ich so toll daran. So, oh Gott, hab's ein bisschen zurechtgerückt. Und es ist einfach schön. Wirklich. Gut, wenn wir bis vom Leviathan absehen. Seek fluid intake immediately. Ja, wir müssen Wasser trinken. Oh yeah. Oh Gott, was ist da unten? Ich würde sagen, wir gucken einfach mal hier lang. Das neue Gebiet können wir auch so noch erkunden. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee, da gibt es den Seetang hoch. Okay, nee, alles Seetang. Dann geht es nochmal da lang, aber ich glaube, da ist auch nichts mehr. Naja. Okay. Dann können wir doch noch diese lilanen Dinger erkunden. Wir haben ja genug Zeit. Yay. Lilane Dinger erkunden wollte ich schon immer. Und Stromviecher irgendwie so. Finde ich die nur komisch oder findet ihr die auch komisch? Ich weiß nicht. Ich hoffe, die greifen mich nicht an oder so. Die werden mich natürlich angreifen, aber ich habe noch die Hoffnung. Okay, und jetzt wird's lila und untrüb. Oh Gott, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wenn es trüb wird, habe ich bis jetzt gelernt, dass es... Oh! Wrack! Oh Gott, habe ich gelernt, dass hier irgendwo ein Leviathan sein muss. Oder es wird einfach dunkel. Oh nee, es wird nicht im Ernst dunkel. Ach komm schon. Oh Mann, oh. Na gut, dann geht's nochmal zurück zum Leitungssystem. Ich wollte sowieso nochmal was gucken. Vielleicht kann ich das ja beantworten. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Einmal geguckt. Nee. Okay, und die Pilze sind auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Dann schwimme ich einfach noch mal ein bisschen weiter. Oh Gott. Da seht ihr, ich bin ein Stück zu nah dran vorbeigeschwommen. Also das ist ja echt gefährlich. Licht an, Licht aus. Oh Gott, ist dieser Wald groß. Das ist so riesig. Aber ich würde sagen, wir schwimmen einfach noch mal zu der einen... Ja, in die eine Richtung hier, Richtung Aurora. Und Richtung Rettungskapsel 4. Denn vielleicht ist da ja noch irgendwas, was wir übersehen haben. Man weiß ja nie. So, aber lasst uns erstmal noch in die Richtung ein bisschen schwimmen. Und, oh Gott, da ist auch ein Wrack. Das ist ja cool. Super, okay. Ist hier irgendwas? Okay, nach gestern steige ich nicht einfach so aus. Ich gucke einfach mal. Okay, eine Kiste. Zwei, drei. Oh Gott, vorsichtig. Oh Gott, vorsichtig, vorsichtig. Vier, okay. Ich würde sagen, die mache ich dann einfach mal auf. Zack, eine Batterie. Oh Gott, halt, ich gehe wieder rein, ich gehe wieder rein, ich gehe wieder rein. Okay. Ach so. Was soll das? Nein! Ich wollte das lesen, nein! Ich bin verdurstet. Ich wollte doch eigentlich noch was trinken. Ich lese. Muss ich da hinschwimmen mit dem Gleiter? Oh nein. Oh Gott, okay, dann nehme ich mir erstmal ein paar Glubscher zum Essen mit. Die sollen nämlich relativ gut gesund sein, wegen dem ganzen Eiweiß im Auge. Da ist noch ein zweiter. Bleib stehen, Glubscher! Glubscher, bleib stehen! Okay, da ist er. Moment, ich krieg ihn. Ich krieg ihn. Ich krieg ihn. Ah! Wir kriegen ihn. So, okay. Super. Und jetzt hoch. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Explosion! Oh, oh, oh. Oh, geschafft. Okay. Dann stellen wir uns was zu essen her. Das war ja knapp. So, dann wieder ein Glubscher für mich gebraten. Und noch eine zweite Glubscher gebraten. Ja. Super, dass wir es haben. Dann... Guten Hunger. Aber Moment, ich kann noch einen... Ja.
Das ist auch super. Den esse ich dann auch. 2, 3. Okay, und jetzt müssen wir da hinschwimmen. Och nein. Och Manu, ich wollte da nicht hinschwimmen. Naja. Ne? Wat mut dat mut, würde ich sagen. Ach, dann schwimme ich da jetzt halt hin. Oder, naja. Wassergleite. Oder. Ja, doch. Schwimme, Wassergleite, Schrägstrich. Ich bin toll. Was? Ach, das ist schon in Ordnung. Wir schwimmen da jetzt einfach mal hin. So weit ist das ja nicht. Mit diesem Gleiter geht's ja. Stellt euch vor, wir hätten so schwimmen müssen. Ohne Gleiter. Einfach schwimmen. Mit Flossen. Das hätte lange gedauert. Aber darunter schwimme ich jetzt nicht. Weil wenn ich runter schwimme, dann schwimme ich eigentlich nur senkrecht rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und das möchte ich nicht. Deswegen mal einmal durch. So, okay. Da hinten fahren wir nicht mehr hin. Da ist ein Leviathan. Und was euch vielleicht auch interessiert, ich habe außerdem herausgefunden, man kommt mit dem U-Boot bis zu 2000 Meter tief. Stellt euch das vor. 2000 Meter. Ihr könnt mir jetzt ja sagen, oder ihr könnt euch jetzt ja vorstellen, wir sind jetzt 28 Meter tief, 30, so. Okay, Batterie mitnehmen oder Zeug. Ich dachte, es ist keine Batterie, ne? Da ist so ein Speichergerät halt. So, und da hinten habe ich schon mitgenommen. Okay. Was klappt denn so? Ah, das ist vermutlich schon. Ja. Oh Gott. Okay, also auf jeden Fall, man kommt bis zu 2000 Meter runter. Stellt euch das vor, wir sind jetzt bei 30 Metern. 20. Höchstens. Da ist noch ein Frage. Und man kommt einfach 2000. Oh Gott, der Hai. Komm, lass mich in Ruhe, Freundchen. So, ich schwimme hier mal rein. Dafür folgt er uns hoffentlich nicht. Ist hier was? Ja, eine Kiste. Okay. Ist er uns gefolgt? Nein, ist er nicht. Okay. Dann nehme ich einmal die Kiste mit Medikit. So, und jetzt gucken wir nochmal die Rettungskapsel 4 an. Einmal dahin. Sie ist an der Wasseroberfläche, würde ich sagen. Das finde ich ja ganz gut. Oh Gott. Upsala. Okay, da vorne ist sie dann auch schon. Da halten wir jetzt einmal an. Denn ich muss da einmal rein. So. Ich überlege gerade, ich möchte nämlich ein U-Boot mit euch noch holen. So, Medikit, mehr ist da nicht drin. Dieses U-Boot, dieses große. Aber wie heißt das? Dieses mit O. Ihr wisst, welches ich meine. So eins möchte ich gern haben. Das würde ich ganz cool finden, weil das wird uns einiges vereinfachen. Ich muss noch keine Basis bauen und wir können erstmal ein bisschen tiefer gehen. Dann würde ich die hier irgendwo im Pilzwald bauen. Wisst ihr, weil dann haben wir hier im U-Boot alles. Ich muss nicht immer raufschwimmen, runterschwimmen, raufschwimmen, runterschwimmen. So, ich kann hier unten bleiben, kann immer Luft holen. Und bau dann. Ne? Okay. Oh Gott, da hinten ist es so dunkel. Oh Gott. Oh Gott. Das hat jetzt reichlich nachgeladen. Und da kam natürlich der Prall. So, da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen, wir gucken uns doch nochmal dieses. Oh, so schön. So viele Riffrücken. Schauen wir uns nochmal dieses. Ja. Diesen lila Wald an, den ich ja doch ein bisschen komisch finde. Okay. Ich würde sagen, einfach mal ein bisschen gucken. Sehr viel tiefer können wir ja sowieso nicht. Wir sind jetzt bei 150 Metern. Ungefähr. Ja. Ich würde sagen, es kommt hin. So. Oh Gott. Okay, hier sind Riffrücken. Hier kann mir nichts passieren. Oh, es ist so dunkel. Oh Gott, es ist so dunkel. Es leuchtet aber total schön, aber es ist so dunkel. Hilfe! Okay. So, einmal noch gucken. Ich weiß gar nicht, wo dieses Wrack ist. Ich glaube, ich habe es verloren. Da ist dieser Elektrofisch. Einmal noch hier gucken. Und dann würde ich sagen, können wir auch gleich... Oh. Oder so.
würde ich nämlich sagen, fahren wir jetzt auch zurück Richtung Heimatbasis. Denn auf der anderen Seite der Map waren wir noch gar nicht. Also in die andere Richtung raus. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Bin ich der Meinung. Und da könnten wir ja ein bisschen runtergehen. Okay, Licht ausmachen. Mal gucken, wie ich sehe. Und zwar gar nichts. So, okay, schnell hier weg, schnell hier weg, schnell hier weg. Dann kann nichts passieren. Im Tangwald passiert nichts mehr. Da gibt es keine Leviathane und keine Reaper und so. Da bin ich ja ganz beruhigt. Es gibt wohl zwei riesige, riesengroße Fische. Drei. Und ich hoffe, die können unserem U-Boot nichts antun. Also dem wahrscheinlich schon. Dem kann ja selbst irgendwie so ein Winselfiech was antun. Aber ich hoffe, die können dem Großen... Ich überlege die ganze Zeit nach dem Wort. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die können dem nichts antun. Oh, Wahlgesang. Oder Riffrückengesang. Okay, hier sind ganz viele Riffrücken. Ich bin sicher. Endlich. Endlich bin ich sicher. Oh, und Musik. So, ihr seht's ja. Wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir zu Hause. Endlich. Nur noch durch den Tangwald. Und dann sind wir auch schon zu Hause. Ja, auf jeden Fall. Und morgen gucken wir mal, wie wir das machen. Ja, hier ist dieses Loch wieder. Eigentlich auch cool. Da können wir auch mal runterfahren. Aber nicht jetzt. Und auch nicht mit dem Boot. Das wirkt mir viel zu gefährlich. Hoppala. Ja, genau. Okay. Ich glaube, dann ist jetzt der Moment, Bescheid zu geben. Oh Gott. Diese Fische. Sie rauben mir den letzten Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge Subnautica und damit wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende. Ciao, ciao.